Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder zum Totally Accurate Battle Simulator. Heute hat es uns mal in die Welt der Piraten, in die sonnige Karibik irgendwo hier, verschifft. Und hier kämpfen jetzt gleich schon die ersten Mannschaften gegeneinander. Auf dem roten Schiff, ja, schwer gepanzerte Flintenschützen, unterstützt von zwei Kanonen, die hier auf dem Boot stationiert sind. Und auf der anderen Seite in Blau auch zwei Kanonen, aber so einige Pistolenschützen mit ihrem Piratenkapitän. Und ich bin gespannt, was hier geschehen wird, welche Mannschaft hier am Ende obsiegen wird. Natürlich stürmen beide erstmal über die Planken in die Mitte des Schlachtfelds, um dort ihren Kampf auszutragen. Ich bin auch sehr gespannt, wer hier die größere Reichweite hat. Die Kanonen werden sicherlich auch bald anfangen hier zu schießen. Da geht es los, die Blauen eröffnen das Feuer, wie es aussieht, können hier vielleicht schon so einigen Schaden anrichten. Das Problem ist allerdings, dass ihre Pistolen immer nur einen Schuss laden können. Das heißt, nach einem Schuss müssen sie ihre Pistolen wegwerfen und jetzt beginnen auch die Kanonen des Schiffes zu schießen. Das wird den Piratenkapitän ordentlich verletzen und jetzt beginnen auch noch die Flintenschützen mit ihrem Beschuss. Das wird ziemlich fatal für die blauen Enten, habe ich so das Gefühl. Aber noch ist ja nichts verloren. Das Schiff wehrt sich natürlich immer noch mit Kanonenkugeln und kann jetzt den Piratenkapitän tatsächlich ausschalten. Aber noch haben wir ja die Pistolenschützen, die sich hier zur Wehr setzen. Zur Wehr gesetzt haben. Jetzt ist das Schiff hier ganz alleine und nur noch die Kanonen versuchen hier irgendwie die Angreifer zurückzuhalten. Aber ich denke mal, die kämpfen hier auf verlorenem Posten. Denn jetzt sind sie im toten Winkel und können eigentlich so gut wie gar nichts mehr ausrichten. Und die Flintenschützen werden jetzt das Boot stürmen. Ich denke, das wird gleich das Ende für unsere blauen Kameraden hier sein. Boot wird jetzt komplett überrannt von Flintenschützen. Und ich denke, das war es an der Stelle auch. Die Roten haben gewonnen, aber man muss sagen, es war auch schon ziemlich knapp. Wir sollten den Blauen auf jeden Fall etwas Unterstützung geben. Und da habe ich ja überhaupt nichts gegen, deswegen spendiere ich ihnen jetzt noch drei Bombenwerfer, die sie hier mit Rat und Tat unterstützen, aber vor allem ja mit Bomben, die sie auf die Feinde werfen, wie ihr Name bereits sagt. Hier haben wir schon so einen netten Bombenwerfer und wir schauen mal, wie groß seine Reichweite ist und wie fatal dann auch der Schaden ist, den er anrichten kann. Da geht's los. Die Handgranaten fliegen, hoffentlich weit genug. Wenn sie auf den Boden hüpft, dann... Nee, okay, der Sand stoppt die Granate ziemlich schnell, aber ich hoffe trotzdem, dass sie einigen Schaden anrichtet. Oh ja, sie explodiert und wirft die Feinde von den Füßen. Doch, ich glaube, die sind sehr effektiv, diese Handgranaten. Und, aber so richtig gelingt es einfach nicht, die feindlichen, gepanzerten Musketenschützen hier wirklich zurückzudrängen. Da helfen auch die Handgranaten nicht wirklich. Und jetzt haben die Kanonen auch wieder keine Chance, da der tote Winkel bereits wieder erreicht ist. Na gut. Dann müssen wir den Leuten eben noch mehr zur Verfügung stellen, wie die Piratenkönigin. Die kann vielleicht das Blatt wenden, die wird um einiges besser sein als der Piratenkapitän, die kostet viel mehr Geld und ich denke, die hat so einige Tricks mehr drauf. Da beginnt wieder das Feuergefecht, wild wird hier rumgeschossen, wie bei den Piraten eben und nach fallen dann auch die Leute um. Die Roten können sich hier noch gut halten, aber jetzt ist die Piratenkönigin hier natürlich drin und zack, mit ihren beiden Dolchen kann sie ja eine nach dem anderen fertig machen. Macht hier noch so einen Trick mit Granaten und Hochspringen und so. Sehr beeindruckend. Und jetzt läuft sie die Planke hoch und versucht natürlich jetzt die Kanonen hinterrücks zu erschlagen. Das ist der erste weg und der zweite dann wahrscheinlich auch. Und zack, da haben die Blauen gewonnen. Das heißt, die Roten müssen jetzt nachziehen. Und das heißt, wir werden die Roten jetzt weiter verbessern, dass die Schlacht nach und nach immer größer wird und die Armeen immer weiter ausgeglichen werden. Eine Truppe, die wir noch nicht ausprobiert haben, ist der Harpunier. Der hat eine Harpunkanone, mit der er wahrscheinlich harpunieren kann und Truppen in seine Reichweite zieht, die dann natürlich auch der Reichweite der Kanonen entspricht. Das heißt, er schießt und er packt die Leute hier am Bein. Das sieht schmerzhaft aus. Und jetzt wird der in die feindlichen Reihen gezogen, kann hier nichts machen und wird dann scheinbar erschossen. Die Piratenkönigin wird sich von so einem Enterhaken aber wahrscheinlich nicht wirklich beeindrucken lassen. Jetzt haben sie sogar den Piratenkapitän erwischt. Der ist jetzt in ihren Reihen, das hätte ich vielleicht nicht gemacht, denn im Nahkampf könnte der vielleicht gefährlich werden. Oh nein, er ist weg. Aber die Piratenkönigin ist natürlich noch voll funktionstüchtig und kann hier wieder mit Schaden punkten.
Ah, jetzt wird sie aber doch nochmal gut getroffen. Ob sie das überleben kann, ich weiß ja nicht. Okay, nochmal ein Granatentrick. Und damit schaltet sie alle Infanterietruppen aus. Und jetzt kann sie an Bord gehen im toten Winkel der Kanonen und den Sieg wahrscheinlich wieder für Blau entscheiden. Ich würde jetzt aber doch nochmal beide Armeen löschen und ich würde gerne ein paar Zeiten vermixen. Das heißt, das Zeitportal öffnet sich und schon haben wir hier ein paar Griechen und Römer, die sich hier auf ihren Schiffen bekriegen wollen. Das heißt, das Schiff wird jetzt vollgepackt mit griechischen Hopliten, die sich hier zur Aufgabe gesetzt haben, alles zu überrennen, was sich ihnen in den Weg stellt. Also das ist hier wirklich eine vollbesetzte Rudergaleere der Antike, voller Soldaten, um hier eine Armada zu starten, um hier mit dieser Invasion zu beginnen. Und auf der anderen Seite haben wir eine römisch-griechische Alliiertenarmee, ein Bündnis aus Speerträgern und Schildträgern. Oben hier eine geradezu tödliche Kombination aus der Schildkrötenformation und der Phalanx zu bilden. Wir werden sehen, wer hier siegreich sein wird, über 100 Hopliten oder diese kleine Verteidigungsarmee, die dafür aber eine sehr überlegene Formation eingenommen hat. Da verlässt jetzt die Invasionsarmee das Schiff und es wird jetzt zum Aufprall kommen. Es geht los. Die Speere der Feinde zerschellen an den Schilden der Römer und die griechischen Alliierten greifen von hinten mit ihren Speeren direkt den Feind an. Jetzt artet das Ganze in ein Handgemenge aus, in dem man nicht mehr wirklich sieht, was überhaupt geschieht. Die Griechen haben natürlich hier den Vorteil, dass sie hier eindeutig Schild und Speer haben und sich nicht auf diese Formation verlassen müssen, wo eben nur einige Schilde haben und andere nur Speere. Man blickt hier auch überhaupt nicht durch, wenn man nicht gerade in Zeitlupe guckt. Aber die Hügel werden größer von gefallenen Soldaten. Ich würde aber sagen, dass die roten Griechen, wieso eigentlich diese Farben vertauscht, naja, dass die roten Griechen hier gerade doch einen Vorteil haben und nach und nach aufräumen. Das können wir aber natürlich nicht zulassen. Ich weiß aber, dass es noch andere Truppen gibt, die für so eine Phalanx deutlich geeignet sind. Und zwar diese netten Herren hier, deren Speere sind deutlich länger und das bedeutet natürlich, dass sie eine deutlich bessere Phalanx aufstellen können, da sie sich nicht so in die Quere kommen mit ihren eigenen Speeren, sondern sie bilden einfach einen Wall aus undurchdringlichen Piken. Und wir schauen, wer jetzt gewinnen wird, denn ich denke, da könnten die Blauen jetzt eine gute Chance haben, da die Reichweite von ihnen natürlich auch um einiges größer ist und auch der Schaden gleichzeitig ansteigt. Also wir sehen eindeutig, die Phalanx zeigt Wirkung, die Feinde haben Probleme überhaupt erst vom Schiff zu kommen, auch wenn sie natürlich noch viele Reserven haben, laufen sie mitten in diesen Speerwall hinein und ein ziemliches Problem für sie, da fliegt nämlich einer zum Beispiel, aber Superman, wenn du hier ein bisschen dich mehr angestrengt hättest, hättest du vielleicht siegen können. Die haben auch echt schicke Hüte, die Piken-Leute. Hilft denen bestimmt auch. Das schwächt die Moral der Feinde, die ja nur so ein paar Helme haben. Jetzt löst sich das Feld der Speerträger allerdings auch etwas, da sie ihre Formation scheinbar aufgegeben haben. Und so ist hier nicht mal mehr sicher, dass sie wirklich gewinnen, da sie sich mit ihren Speeren verheddern und die dann einfach auch scheinbar loslassen. Aber wer sind die drei denn? Die drei Musketiere, aber die drei Orgelpfeifen hätte wohl besser gepasst. Wie dumm. Die sind einfach genau unterschiedlich groß. Okay, schön, schön. Ob ihnen das hier helfen wird, das weiß ich nicht. Aber es sieht ganz so aus, als würde es ihnen helfen, denn die letzten Griechen werden hier nochmal fleißig verprügelt. Und ich denke, dann könnte das hier eindeutig nach einer Niederlage der Griechen und einem Sieg der Römer aussehen, obwohl die Römer ja gar keine Römer mehr sind. Und nein, Moment, das Blatt des Kampfes wendet sich dann doch und es sieht dann doch nach einem Sieg der Griechen aus. Hat sich hier etwa noch einer versteckt? Wo ist der letzte gelandet? Ah, oh, da hatte sich hier irgendwo... Oh, da hatte sich als Toter getarnt und dann hat er nochmal zack reingestochen. Uiuiui. Aber genauso wie King Kong einst auf einem Schiff von seinem Zuhause weggeholt wurde und dann quasi in einer neuen Umgebung war, in dem man ihn vorher noch nie so gesehen hat, genauso geht es jetzt auch diesen Leuten. Die sind zwar hier heimisch, aber das, was auf dem anderen Schiff ist, das ist hier nicht heimisch. Das kommt von weit her, sogar von einer anderen Zeit. Und ich denke, damit könnten diese Leute ein ziemliches Problem haben, denn es steht genau dort drüben. Ein moderner Panzer der Amerikaner wird hier gehalten von einem Bannerträger, sodass er von diesem Schiff als stationäres Geschütz den Leuten mal zeigen kann, was er so drauf hat. Und ich bin gespannt, ob er den Beschuss schon eröffnet. Ja, der Beschuss geht los. Die Kugel fliegt auf die andere Seite und bei dieser Explosionskraft bleibt kein Auge trocken.
Das sind Verluste, die sich wirklich sehen lassen. Die Schilde taumeln hier durch die Luft. Die Leute fliegen in hohem Bogen vom Schiff. Die sind ja schon viel früher unten als die anderen. Ah, hätten sie es mal gleich so gemacht. Und der Panzer schießt erneut. Wieder trifft er voll im Zentrum. Aber, was man sagen muss, jetzt verstreuen sich die Angreifer. Der Panzer hat nur eine Kanone, aber sie kommen von drei verschiedenen Seiten. Wie wird er diesem Problem wohl Herr werden? Wir schauen uns das aus der Perspektive an. Ein Schuss nach dem anderen, da fliegt der nächste. Ja, okay, also der Schaden ist da, aber sie kommen immer näher. Und ich denke, das könnte ziemlich schlimm für diesen Panzer enden. Okay, nein, okay, jetzt laufen sie dieselbe Brücke hoch. Wenn er jetzt einmal gut treffen könnte, aber nein, der tote Winkel. Er kann sie nicht mehr kriegen, der tote Winkel ist zu hoch. Oh, okay, jetzt benutzt er eine neue Taktik. Uiuiuiui, er dreht seinen Turm mit Geschwindigkeiten, die man hier noch nicht erlebt hat. Und räumt einmal durch. Oh, ist das krass, da willst du nicht im Weg stehen, wenn das Rohr auf dich zugeflogen kommt. Ist das verrückt. Da räumt er wirklich einmal auf, das ist ja krass. Aha, da ist er dann doch noch explodiert. Aber diese Verteidigung, das hatte ich ja noch nie erlebt. Während ich hier im Abspann jetzt aber mal 100 Boxer gegen 100 Boxer antreten lasse, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Abonniert doch jetzt diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt doch gerne auch einen netten Kommentar oder Kritik, wenn euch etwas nicht gefallen hat. Wünscht euch gerne auch Spiele. Ich bin dafür alles offen, wenn ich die natürlich auch besitze. Danke auch an meine Kanalmitglieder, Laureli und Superphoenix. Vielen Dank für die Mitgliedschaft. Auch ihr könnt jetzt Mitglied werden. Drückt einfach auf den Mitglied werden-Knopf unter diesem Video und dann könnt ihr mich mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Es gibt coole Emotes und ihr werdet natürlich in jedem Video genannt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.